dir? Blendend. Siehst doch blendend aus. Sehr gut erholt. Wo warst du? Die neue Karte. Ne? Ich, nur in der Küche. Ich habe meinen Urlaub in der Küche verbracht. Deshalb die neue Karte. Neue Karte muss her. Super, ich freue mich. Ja, da gibt es auch wieder viel zu erzählen. Und wir haben uns kreativ mal ein bisschen auch hier in der Gegend umgesehen und ein paar Klassiker rausgeholt. Ja, da müssen wir drauf anstoßen, oder nicht? Auf jeden Fall. Na also, dann hoch die Tassen. Ein heimisches Gewächs. Apfelbaum. Guter Südhang. Weil von dir aus dem Garten natürlich, ne? Nicht ganz Garten, aber Lauer. Ja. Ist auf jeden Fall ein Lauer. Ja, klar. Ja, super, schön. Ja, die neue Karte. Ich finde die auch übrigens ganz toll, muss ich vorweg sagen. Also, finde ich bisher die beste Abholkarte. Oh, das ist mal ein Kompliment. Vielen Dank. Lass dich rot werden. Nee, absolut. Super, dann starten wir nochmal. Vorspeisen kennen wir ja, wie immer. Ja. Dann habt ihr mal eine ganz neue Suppe gemacht. Wir haben eine Soljanka mal auf der Karte. Ja, also wir haben richtig schön ein bisschen Wurst, schöne Salami, ein bisschen Speck mit drin. Ein bisschen Schwein ist mit drin, ein schöner Rinderbraten ist mit reingewandert. Wir haben aber alles dafür gemacht. Also es ist jetzt kein Aufräumrezept, wie das früher so war. Sondern wir haben schöne frische Gemüse angezogen, ja, haben schön extra Fleisch dafür gegart, was wir dann mit reingemacht haben. Haben Tomate und Paprika eingekocht, Essiggurken mit reingeschnitten. Das ist eine Überraschung. Also selbst für mich, der keine Soljanka kennt. Ja. War es geschmacklich echt eine total geile Überraschung. Ja, da bin ich gespannt drauf. Probiere ich vielleicht gleich. Und dann haben wir ja auch noch was an Klassiker zurück. Die Trüffelnudeln sind wieder da. Wir haben einen wunderschönen Trüffel, diesmal aus Spanien. Einen schwarzen Wintertrüffel. Ein tolles Produkt. Geschmacklich, farblich, richtig gut. Und? So, dann habe ich ja auf meinen Spickzettel, muss ich drauf gucken. Perlkraut-Risotto, das ist dann die vegetarische Variante. Richtig, ist ein Hauptgang, oder? Genau, das ist ein Hauptgang. Wir haben Perlkraupen gekocht wie Risotto. Haben zusätzlich noch mit Bratkartoffeln einen schönen Fond gemacht. Mhm. Es kommen schöne junge Gemüse mit rein, damit es ein bisschen frischer wird. Und ein bisschen Sauerampferöl ist noch mit dabei. Also es wird eine richtig schöne, quasi schon Frühlingsgeschichte für die Vegetarier. Also natürlich nicht nur für die Vegetarier, jeder der will, kann da mal zugreifen. Darf man auch ohne Vegetarier, was weiß. Ja, ich könnte im schlimmsten Fall ein bisschen Speck drüber streuen. Nee, aber das ist ein richtig schönes, also wirklich, das hat unser neuer Koch, ja, wir haben ja seit dem 1. Januar einen neuen Koch und der hat gesagt, das müssen wir auf die Karte nehmen, damit kriegen wir die Leute. Ja. Na okay, das klingt ja spannend. Dann, das ist jetzt nicht mein Thema, das nächste Thema. Wir sind beim Fisch angekommen, ne? Wahrscheinlich. Werden wir uns nicht einigen. Nee. Also wir machen mal einen Sky. Sky ist ja der Winterkabeljau. Schönen klassischen Lapskaus dazu, rote Beete, Corned Beef, ein bisschen Hering, ein Spiegelei. Ja, und wirklich, das ist auch ein sehr, sehr schönes Gericht. Und was mir am meisten Spaß macht jetzt an der Zeit, ist ein schöner Grünkohl. Mhm. Ja, und da wir jetzt wieder in die Zeit kommen, Fastenzeit, für uns zwei, es gibt den Backfisch. Der Backfisch, ja. Also schön fischlastig, aber natürlich klassisch schöne Remoulade dazu. Ja. Remoulade muss immer sein. Dann, ja. hast du was für mich gekocht, Bereich Fleisch. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Ach ja, glaubst du wahrscheinlich, ne? Wunderbar. Schöne Königsberger Klopse. Rote Betesalat dazu. Auch der wird mit ein bisschen frischem Meerrettich dann abgerieben. Ein bisschen Kartoffeln dazu. Ja, so wie es sein muss, toll. Ja, dann haben wir noch eine Picara, wenn es ein bisschen mediterraner werden soll. Wir sind ja alle ein bisschen ausgehungert von unserer Urlaubszeit. Stimmt. Machen wir ein schönes. Du bist der Einzige, der über den Urlaub fährt. Verdienterweise aber auch. Ja, gut. Das ist also, da brauchen wir nicht rummachen. Also, verdient ist es schon. Auf jeden Fall. Es gibt also die Picara Milanese vom Perlhuhn. Ja, und dazu diese, wie wir sie alle kennen, diese Risotti-Nudeln, schön in Tomate hergestellte. Diese kleinen Flutschigen-Nudeln. Genau, die man so schön wegschlotzen kann. Okay. Einen schönen Spinat dabei, also auch relativ frisch, ja, so ein bisschen im Frühling und mediterran guckend. Ja, Schnitzel bleibt natürlich, Schnitzel. Spare Ribs habe ich auch gesehen, auch nicht schlecht. Oh, die haben wir, die sind gut. Ja. Wir haben sie über Nacht gegart, wir haben sie ein bisschen angeräuchert, also die sind echt auch schön. Ja, das ist jetzt sowas für den schnellen Hunger unter der Woche,
finde ich. Ja, ein bisschen Nudelsalat dabei. Den kann man mal jetzt auch zum Super Bowl. Also perfekt. Kann man die ganze Nacht essen. Ja. Ne? Also da habe ich tatsächlich. Guckst du Super Bowl? Natürlich. Echt ernsthaft? Ja, das ist eines der größten Sportspektakel, die wir haben. Ja, wer trägt denn das? ProSieben. ProSieben. ProSieben zeigt das. Und wann geht das los? Gott sei Dank erst nachts um eins. Ja, so. Da schlafen die Kinder. Ich habe mir schon mal ein paar Sparrows vorbereitet. Mhm. Ich werde es aber alle Minute dann abends in meinen Smoker schieben nochmal. Ja, also kurz nach dem Abendbrot, Smoker an, Sparrows drauf und zum Anpfiff um halb eins direkt Sparrows vom Grill. Ja, sehr schön. Ja, kommen wir zu den Burgern. Da gibt's das, was wir jetzt schon kennen. Das ist ja der Topseller, der Cheeseburger, ne? Der Cheeseburger und das Panini Steak betteln sich unglaublich hart. Ja, okay. Ja. Wir haben natürlich jetzt nochmal einen Fischburger dazu genommen, weil ich der Meinung bin, Chicken lief okay, aber nicht so, dass wir jetzt durchdrehen konnten. Und da wir ja mit Chicken schon unsere Piccata haben, gibt es nochmal einen Fischburger. Und dann kommt was Spezielles. Tja, mein Name auf der Karte, Premiere. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe einfach mal... Wir müssen ja unsere Namen dafür auch mal hergeben. Ja, und ich habe es noch nie gegessen, ich werde es jetzt probieren. Ulis Hessenburger. So, den haben wir zufällig schon vorbereitet. Tatsächlich. Tatsächlich. Das ist ja hier wie bei Larve und Lichter. Ne? Den haben wir zufällig vorbereitet. Perfekt. Ja, was ist drauf? Wir haben eine kleine Bratwurst. Wir haben die Bratwurst gratiniert oder überschmolzen. Oha, mit einem Handkäse. Es gibt einen schönen Frankfurter groben Senf dazu, ein bisschen Meerrettich. Und was darf natürlich für uns nicht fehlen? Sauerkraut. Das ist ein schönes Apfelsauerkraut mit drauf. Also wir spielen hier ein bisschen mit Süße, ein bisschen mit Schärfe. Und der Käse ist ernsthaft Handkäse, ne? Jawohl. Stark, das schmeckt super. Also gebe ich gerne meinen Namen vorher. Das ist ja toll. Perfekt. Super. Das ist das, was wir wollten. Ja, und ansonsten... sind wir sonst bei den Klassikern geblieben. Natürlich gibt es auch was Süßes, ja, ein bisschen Orangentart, aber Pralinen. Ich muss sagen, wir mussten schon wieder Pralinen machen. Unsere Pralinen sind begehrter denn je. Das ist unglaublich. Ja, sehr gut. Aber ich muss jetzt aufhören, ich muss dich unterbrechen, weil einfach das Ding hier wird kalt. Und das wollen wir nicht. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Hier, dann sage ich mir Schoß nochmal an. Auf jeden Fall. Das ist eine tolle Karte. Danke. Dann guten Abend. Ciao. Ciao.